Ja, weiß ich doch. So, nächste Runde. Oder erst jetzt schon Classic erreicht. Hier kann ich euch noch den Technologiebaum und hier auch die Zeiten zeigen. Classic hätte ich jetzt auch erreicht, hätte ich Mathematik, Reiterei oder Optik erforscht. Was eigentlich ganz nett ist, aber ich werde dann Bauwesen als nächstes und dann sind wir auch in Classic. Und da stimmt was nicht. Na gut, okay. Und ich werde hier jetzt noch schnell die Straße fertigstellen. Ich werde hier eine Straße beginnen. Und ja, ich setze sehr viel auf Infrastruktur. Klingt komisch, ist aber so. Oh, unsere Karawane ist bereits fertig. Ein Handelsweg. Wir haben leider keinen Überschuss an Nahrung, sonst würde ich ja weiter. Hier würden wir Gold bekommen. Und hier, ja, machen wir den Handelsweg. Ups, so. Und für die Zufriedenheit bauen wir einen Zirkus. Und gehen mit der Einheit weiter. Jetzt schickt er wahrscheinlich wieder seine Krieger runter. Jupp. So, wir erforschen weiter die Karte. Die tatsächlich eine Insel zu scheinen scheint. Sein scheint. Ich nix mehr Deutsch. Oh. Wahrscheinlich aufgrund meines Spielschwierigkeit hat sich das verändert, dass die jetzt anscheinend ganz anders handeln als eigentlich zuvor geplant. Also, als ich das erzählt habe, weil ich habe ja vorher wirklich nur sehr, sehr leicht gespielt, einfach nur aus dem Grund, weil totaler Anfänger und so. Ich fühle mich auch noch nicht bereit, auf dieser Schwierigkeit zu spielen, deshalb werde ich wahrscheinlich untergehen. Aber gut. Macht auch nichts. Hauptsache, ich habe Spaß daran und das Spiel macht mir im Moment immens Spaß. Glücklich seid ihr, da eure Mauern schon wachsen. Ermöglicht die Errichtung von Stadtmauern, die die Verteidigung von Städten bei Angriffen deutlich verbessert. Außerdem können Bautrupps Steinbrüche auf Marmor errichten und Sümpfe trocken liegen, wodurch andere Modernisierungen errichtet werden können. Jo, sehr cool. Eine nächste Forschung. Und das war Bauwesen, was ich wollte. Stonehenge in einem fernen Land gebaut. Oh, da hat jemand schon Kalender erforscht. So, dann hier. Ich weiß nicht, ob es jetzt so klug war, hier schon bereits jetzt 3 Städte zu haben. Aber was soll's. Mal steigern wir hier unten Produktion. Ja, komm, wir steigern hier die Produktion. Und gehen bereits wieder in die nächste Runde über. Sobald die fertig sind, ist der Bautrupp da auch wahrscheinlich da. Und hier bauen wir eine Straße. Die Straßen übrigens machen keine Modernisierungen kaputt. Die bauen einfach durch, so wie ihr hier seht. Was sehr angenehm ist. So, hier oben waren wir. Oh, wir treffen anscheinend entweder auf ein neues oder auf ein Perser. Oh, und Wassermühlen. Machen wir. Mich verwirrt mein zweiter Monitor, da dauernd das Bild, das Hintergrund sich ändert. Auf wen treffen wir da? Weil wenn wir auf einer richtig kleinen Karte mit 8 Spielern... Puh, ist ziemlich viel Territoriumkampf. Wer bist du? We are pleased to meet you. Jo, wir auch. Servus Elisabeth, die Fromme vom England. Seid gegrüßt. Wir hoffen, dass sich unsere beiden Völker als Freunde begegnen, nicht als Feinde.
Ja, anfangs auf jeden Fall mal als Freunde. Somit haben wir den nächsten KI-Mitstreiter, und zwar die Briten, die sich auch ausdehnen wollen. Also Briten, Engländer. Blöd ist nur, wenn das hier nur so ein schmaler Bereich ist, denn da ist der Perser. Und wenn der hier baut und wir kein Handelsabkommen haben, können wir nur übers Wasser darüber. Was natürlich sehr blöd ist für uns. So, hier hast du Straße gebaut. Oh, hat Straße gebaut. So, das Gold brauche ich nicht. Ah. Oh, ich habe hier gar keine... Mann, bin zu dumm. Dachte, ich habe hier schon eine Straße fertiggestellt. Naja, egal. Oh, da ist das Monument gleich fertig. Doch, hier ist eine Straße. Hallo? Spiel? Hier ist keine Straße. Auf dem Hügel habe ich keine gebaut. Echt so dumm bin. Oh, hier scheint es doch noch ein bisschen weiter zu gehen. Ja, da bin ich mal gespannt. Was werden hier jetzt vom Vorteil? Oh, ich kann noch einen Handelsweg. Ja, dann machen wir eine Karawane, die noch 50 Millionen Runden dauert, bis wir... Bin ja gespannt, wann wir das erste Angebot für Freundschaft und so weiter bekommen. Aber auf jeden Fall, die Runden gehen jetzt ein bisschen schneller und weniger Action einfach. Also wir sollten, also nicht, dass wir sollten, wir haben einfach weniger Action. Wir haben auch nur eine Einheit. Oh, hier scheint es sehr weit wieder hoch zu gehen. Da bin ich ja mal gespannt. So, ihr da. Oh Gott, wir haben richtig schlecht erwischt eigentlich hier. Oh, ein Stadtstaat. So, hier. Und die Straßen verringern übrigens auch die verbrauchten Fortbewegungspunkte, die man links unten eigentlich sieht. Und was machen wir hier? Ein Monument? Ja, machen wir ein Monument. Was machen wir hier? Ein Arbeitsboot. Um hier ein bisschen mehr Nahrung rauszufischen. Sind bei einem Gebäude zu beachten, dass es am rechten Fleck stehe, dass es wohl gegründet, dass es vollkommen ausgeführt sei. Ermöglicht die, also Bauwesen erforscht, ermöglicht die Ausbildung von Kompositionsbogenschützen einer mächtigen Fernkampfeinheit und den Bau des Kolosseums, das die Zufriedenheit der Zivilisation erhöht, was wiederum beim Wachstum der Stadt hilft und das goldene Zeitalter wahrscheinlicher macht. Ermöglicht außerdem Bautrupp, Sägewerk und Wald, Geländefelder zu errichten, was ihre Produktion erhöht. Also auf Wald, Gefällt. In der Tat hat aber der König eine übermenschliche Macht und einen gar langen Arm. Willkommen im Zeitalter Klassik. Sehr schön. Haben wir die Klassik erreicht. Und hier gleich mal am Bauernhof hin. Nächste Forschung wählen. Plantagen. Was hätten wir hier? Ja, okay. Leuchtturm. Schrift. Machen wir erstmal einen Kalender. Bevor wir uns in weitere Gefilde begeben. Oh, Zulu sind auch schon da oben. Um so herauszufinden, wohin des Weges. Kathmandu. Oh, wir bekommen 4 Glauben und 15 Gold. Sind religiös, freundlich gesinnt und haben Edelsteine. So, was machen wir? Oh, von 2 Einheiten wird uns das Kolosseum
empfohlen, weil Zufriedenheit, okay, machen wir. Okay, die verlangen Handelsweg und die suchen einen Großingenieur. Next round. Sehr wenig zu tun im Moment. Was Einheiten wir lang? Und der versperrt uns da jetzt den Weg, ist er wahnsinnig. Oh nee, durch eine Stadt zu gehen, mache ich nicht. Aber wir haben uns dann ausgebreitet. Ja, hier haben wir ein neues Feld. Sehr schön. Oh, hier. Hallo. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Wir haben Kalender erforscht. Es waren jetzt zwar weniger als 5 Stunden, oder? Oder 6 Stunden. Egal. Ermöglicht die Errichtung von Plantagen für viele Luxusgüter durch Bautrupps, was extrem nützlich für Nahrung, für Wachstum und Zufriedenheit ist. Hinweis, bei vielen Ressourcen ist es notwendig, zuerst einen Wald oder Dschungel abzuholzen, wofür andere Technologien notwendig sind. Ja, natürlich. So, wie viel Geld haben wir? 365. Ja, ich möchte da eher sparen. Oh, 2 Stadtstaaten, die sich da hier angrenzen. Und wir machen hier weiter. Und führen die nächste Sozialpolitik ein, und zwar Staatsbürgerschaft. Die Konstruktionsrate der Geländefeldmodernisierung erhöht sich um 25% und ein Arbeiter erscheint in der Nähe der Hauptstadt. Das ist natürlich sehr schön, der kann gleich da runter und einen Bauernhof errichten. Und als nächstes Schrift. Und somit dauert es keine 55 Runden mehr, bis hier die Stadt wächst, hier auch nicht mehr. So, die sind auch fertig. Wohin? Ja. Wohin mit uns? Ihr habt den Stadtstaat Hormus getroffen. Sie schenken uns 15 Gold, sind als Eigenschaft maritim, feindlich gesinnt und haben Pelze. Ja gut, das haben wir auch. Nutzloser Stadtstaat. Oh, hier können wir auch schon unsere Fischerboot bauen. Das ist sehr schön. Oh. Ich könnte eigentlich auch Speer ausbilden. Ja, nee. Mag ich jetzt nicht. Oh, wir haben Minus Gold. Das heißt, wir sollten... Ja, wir bauen einfach das Kolosseum hier. Es dauert eh einige Zeit. Ich hatte noch nie Minus Gold. Warum auch immer ich das jetzt habe. Oh mein Gott, das ist schon 7 Uhr morgens. Ich verliere mich in diesem Spiel so sehr. Also so extremst. Ich habe auch letztens mal gespielt und hatte 19 Uhr begonnen und irgendwie, als ich dann müde geworden bin, war es so, keine Ahnung, 8 Uhr morgens oder so. Die Völker, die am meisten lachen. Unbekannt, die Shaka, der Reos, ein Unbekannter, dann wir, dann noch ein Unbekannter, dann die Elisabeth und da hat auch jemand Minus zu tun. Aber gut. Was soll's? Die werden uns empfohlen. Und eine Terrakotta. Nein, die bringt uns jetzt wirklich nicht viel, wenn wir es unter Terrakotta-Armee bauen. Wir kriegen nämlich eine Kopie unserer aktuellen Armee. Da wir aber nur eine Einheit haben, zahlt sich das überhaupt nicht aus. Also macht sich das nicht bezahlt. Wer ein gutes Buch vernichtet, tötet die Vernunft. Das ist richtig. Wir haben Schrift erforscht. Yay! Ermöglicht den Bau des ersten Wissenschaftsgebäudes der Bibliothek, damit das Reich neue Technologien schneller erforschen kann. Ermöglicht außerdem die Errichtung von Botschaften in anderen Zivilisationen. Und jetzt wette ich, was kommen alle an. Sie wollen Freundschaft, Botschaft und.